Herzlich willkommen, ich bin der Sparplaner und in dem Video diese Woche geht es mal wieder um eine meiner Aktien und zwar dieses Mal um den Tabakkonzern British American Tobacco, was ich auch ganz neu im Portfolio habe. Und ja, wie gehabt, erstmal zum Beginn zu ein paar Zahlen, wie die Aktie derzeit steht und zwar derzeit bei 26 Pfund und 4 Pence und die Marktkapitalisierung beträgt ziemlich genau 60 Milliarden. Der Umsatz belief sich auf 25,8 Milliarden und der Gewinn je Aktie lag bei 3 Pfund und 31 Pence. Die Dividende lag bei 2 Pfund und 16 Pence und daraus ergibt sich eine bombastische Dividendenrendite von 8,3%. Ja, Tabakaktien sind derzeit extrem unbeliebt. Es ist ein schrumpfender Markt, wie man immer so sagt. Immer weniger Leute rauchen, nichtsdestotrotz schaffen es die Tabakkonzerne, einen höheren Umsatz zu machen, mehr Gewinn zu machen. Ja, und wie das funktioniert, das erfahrt ihr in diesem Video. Ansonsten schon mal vorab genommen, British American Tobacco relativ hoch verschuldet, weil sie 2017 mit Reynolds einen großen Konkurrenten gekauft haben und da drückt halt jetzt auch ein bisschen die Schuldenlast. Ja, das Kerngeschäft von British American Tobacco ist nach wie vor das Geschäft mit den Zigaretten, Zigarren mit verbrennbaren und da sind sie derzeit auf Platz 1 der Welt, was die Marktanteile angeht, mit sage und schreibe 29,8%, was eine sehr starke Position ist und das liegt vor allem daran, dass sie sehr starke Brands haben. Man sieht es hier oben rechts, welche dazugehören, gerade im Premium-Bereich stark vertreten mit Dunhill, Kent, Newport und American Spirit. Dazu kommen dann noch bekannte Marken wie Lucky Strike und Camel oder auch Hopmanns. Pall Mall ist in Deutschland auch noch eine bekannte Marke, die ebenfalls dazugehört. Ja, und dann hier unten kurz zusammengefasst, wie das letzte Kalenderjahr lief, sieht man schon, dass 4,5% im Absatz sich das Ganze reduziert hat. Nichtsdestotrotz konnte man den Umsatz um 2,8% steigern, was natürlich nicht verkehrt ist. Und damit einen höheren Gewinn erzielen als im Vorjahr. Und so lief es eigentlich bisher die ganzen letzten Jahre, dass zwar der Absatz zum Teil gesunken ist, aber das Ganze im Umsatz, also mit höheren Margen, dann wieder wettgemacht werden konnte. Das kann man aber natürlich auch nicht unendlich machen, weil irgendwann ist auch das ausgeschöpft. Und ja, deswegen kommen wir jetzt zu dem Feld, welches besonders interessant ist für British American Tobacco und auch alle anderen Tabakhersteller. Ja, dann kommen wir hier jetzt zu dem interessanten Teil und zwar die Alternativen zur klassischen Zigarette, ein stark wachsender Markt und hier ist British American Tobacco sehr stark vertreten, was neben der lukrativen Dividende natürlich das Unternehmen interessant macht und direkt als erstes haben wir hier die Verdampfer mit der Marke Fuse, was vorher als Vibe auch vermarktet wurde. Hier hat man in mehreren wichtigen Ländern die Top-Positionen, unter anderem in Kanada, Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Aber auch in den USA ist man auf Platz 2 sehr gut aufgestellt. Und was ich hier sehr interessant finde, ist, dass man hier auch ein Abo-Modell tatsächlich eingeführt hat. Das heißt, man kann sich monatlich seine Liquids liefern lassen für die Verdampfer und ja, generiert damit dann halt einen sicheren Cashflow. Dann gibt es alternativ noch Erhitzer, die unter der Marke Glow laufen. Auch hier ist man ziemlich gut aufgestellt, in vielen wichtigen Märkten auf dem zweiten Platz. Und dann gibt es noch die sogenannten Modern Orals mit der Marke Velo. Das sind solche Nikotin-Pads, Kissen, die man sich irgendwie in den Mund legt und die dann halt Nikotin abgeben. Besonders in den nordischen europäischen Ländern sehr stark vertreten, weil da so eine Art Kautabak schon immer sehr stark und sehr gut verbreitet war und dementsprechend sind das die wichtigen Absatzmärkte für dieses Produkt. Ja, dann nochmal ein Blick darauf, wie stark diese drei Marken derzeit tatsächlich wachsen und man sieht es hier schon, das sind gigantische Zahlen, wenn man jetzt einfach mal denkt, dass es ja nur ein Tabakhersteller ist. Und Fuse im ersten Halbjahr tatsächlich 43% geschafft und im zweiten dann 59% Wachstum, Glow 9% im ersten und 45% im zweiten Halbjahr und Velo sogar mit 74% im ersten Halbjahr und dann 56% im zweiten Halbjahr. Also das sind echt starke Wachstumskennzahlen, die hier vorgelegt werden und das soll auch erstmal so weitergehen. Ja, und runtergebrochen auf die Kundenzahlen ist dieses Wachstum nicht weniger beeindruckend. Insgesamt sind es mittlerweile 13,5 Millionen Kunden, die diese alternativen Tabakprodukte benutzen.
Und das sind 3 Millionen mehr oder 3 Millionen neue Kunden, die im Kalenderjahr 2020 hier für diese Produkte gewonnen werden konnten. Und besonders im Bereich der Verdampfer und der Erhitzer konnten jeweils 1,5 Millionen Kunden hinzugewonnen werden, was natürlich eine ziemlich starke Steigerung ist, gerade bei den Erhitzern. Ja, und diese Tabakalternativen sollen auch in den nächsten Jahren weiter kräftig steigen. 3 bis 5% sollen die Einnahmen gesteigert werden und die Earnings per Share sollen prozentual gesehen im hohen einstelligen Bereich gesteigert werden. Und bis zum Kalenderjahr 2030 möchte man dann auf 50 Millionen Kunden kommen, was pro Jahr dann 3,7 Millionen sind. Also das Wachstum mehr oder minder so, wie es jetzt im letzten Jahr war, zumindest in absoluten Zahlen, soll dann genauso fortgesetzt werden und das über einen relativ langen Zeitraum. Ja, dann nochmal ein Blick auf die Zahlen und hier ganz wichtig, der Free Cashflow, wie schaut's da aus? Und das sind 7,3 Milliarden Pfund, die man hier erwirtschaftet und davon geht natürlich noch ein riesen Batzen ab und zwar die Dividende, was derzeit knapp 65% sind, sodass noch 2,5 Milliarden übrig bleiben. Also die Dividende kann derzeit ohne Probleme gezahlt werden. Nichtsdestotrotz ist es auch wichtig, dass man dieses Mehr an Geld zur Verfügung hat, um halt die Schulden abzubauen. Die sind nämlich nicht gerade gering, wie eingangs schon erwähnt. Knapp 40 Milliarden sind es jetzt noch. Das heißt, diesen Free Cashflow, den man da derzeit drüber hat, da ist man auch gut beraten, das Ganze erstmal in den Schuldenabbau zu investieren. Besonders mit dem Hinblick darauf, dass es gegebenenfalls in Zukunft auch teurer wird, sich zu refinanzieren, weil solche Themen wie Gesundheitsverträglichkeit, Umweltverträglichkeit immer mehr an Bedeutung gewinnen und da schneiden Tabakkonzerne ja eher schlecht ab, logischerweise, sodass die Refinanzierung dann gegebenenfalls teurer wird. Dann zum Abschluss nochmal ein Blick auf die Entwicklung des Unternehmens in den letzten Jahren. Und ja, starten tue ich mit der Dividende, grün dargestellt hier in dieser Grafik, ist diese von 1,48 Pfund auf 2,16 Pfund gesteigert worden in den letzten Jahren, was ziemlich stark ist. Demgegenüber gestellt ist aber auch der Gewinn gewachsen von 1,67 Pfund auf 2,80 Pfund. 2017 gibt es jetzt diesen riesen Ausreißer. Das hat einmal mit der Übernahme von Reynolds zu tun, aber vor allem auch mit der Steuerreform in den USA. Ja. Und deswegen muss man das ja da ein bisschen gesondert betrachten. Die anderen Jahre geben hier einen deutlich besseren Wert an, um das Ganze in ein vernünftiges Verhältnis setzen zu können. Ja, und dann nochmal ein Blick auf zwei weitere Zahlen. Einmal den Umsatz je Aktie. Und man sieht es hier schon, das ist die blaue Linie, die sehr schön steigt von 7,46 Pfund auf 11,23 Pfund. 2017 natürlich die Übernahme von Reynolds drinne, was für einen ordentlichen Schub sorgte. Allerdings wurden hier auch einige Aktien ausgegeben, was für eine gewisse Verwässerung sorgte. Nichtsdestotrotz in dem Kalenderjahr natürlich ein stärkeres Wachstum hier in 2017. Ja, ansonsten das KGV entwickelt sich genau entgegengesetzt. War mal bei 21 im Kalenderjahr 2014 und jetzt nur noch bei 10 angekommen. Und das auch der Grund, warum ich mich hier für einen Kauf entschieden habe. Die Aktie ist momentan sehr günstig bewertet. Risiken sind für mich wunderbar eingepreist, sei es jetzt politisch, dass die halt irgendwelche Verbote dran ziehen für Tabak, als auch die Verschuldung des Unternehmens. Und die Chancen, gerade mit diesen neuen Produkten, auch die Marktanteile in den Emerging Markets und dass man dort weitere Umsätze generieren kann, sind nicht so wirklich eingepreist für mich. Deswegen für mich derzeit ein günstiger Kauf, auch wenn ich sonst eigentlich kein Tabakfan bin. Ja, ich hoffe, das Video hat euch an dieser Stelle gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like für das Video da oder ein Abo für den Kanal und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Zum Abschluss einmal der Hinweis, meine Videos stellen keine Kaufempfehlungen dar und sind auch keine Anlageberatung und natürlich können meine Videos auch Fehler enthalten. Macht euch daher unbedingt weiter selber schlau, ihr seid für eure Entscheidungen selber verantwortlich.